Ja, liebe Anwesenden, liebe ARD, wir haben uns hier versammelt aufgrund eines nicht gerade belanglosen Zahlenirrtums. Sie haben gestern in der ARD-Tagesschau berichtet, dass in Spanien 3000 Menschen demonstrieren. Das war unwahr. Daraufhin haben sich mehrere Leute bei Ihnen beschwert, auf Facebook und auf Ihrem Nachrichtenkanal im Internet. Das hatte zur Folge, dass nach kürzester Zeit die Kommentarfunktion bei der ARD abgestellt wurde. Das wollte man einfach nicht hören. So, diverse Sachen, Kommentare wurden gelöscht, auch in den Kommentaren auf der Facebook-Seite. Ich kann nicht nachvollziehen, warum. Vielleicht waren auch ein paar schnöselige Bemerkungen dabei, aber ich kann irgendwo die Leute auch verstehen, dass sie irgendwo einen Hals kriegen. Denn in der Schweiz wurde berichtet von Tausenden, Zehntausenden. Ja, und heute lichtet sich das Bild, es sollen 50 bis 100.000 Menschen dort gewesen sein. Und die ARD schreibt in ihrer Richtigstellung, in einer Erklärung des Redakteurs von Relevanz, das ist nicht relevant. 50.000 bis 100.000 Menschen sind nicht relevant. Relevant sind Straßenschlachten. So wird diese ganze Aktion der spanischen Bürger herabgewürdigt als Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei. Da sind 50 bis 100.000 Menschen vor dem Parlament und die sind da hingegangen, weil sie sagen, nein, wir wollen nicht mehr. Geht nach Hause, wir stehen auf. Das ist deren Parole. Da ist nichts mit Gewalt. Und deswegen stehe ich hier und deswegen bin ich ziemlich empört. So, und das Mikrofon hier ist für jeden da. Also wer etwas dazu sagen möchte oder auch zur ich sehe, hier sind auch viele Leute von der Presse vertreten, wer auch aktuelle Sachen aus Spanien zu erzählen hat oder gar aus Griechenland, weil da, sage ich mal, wird medial dieselbe Aufbereitung erfolgen, wie auch schon vorher in Spanien, wie auch schon vorher in Griechenland, wie in Portugal. Wir sehen nur die gewalttätigen Szenen. Nur die sehen wir. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt, gewaltige Szenen. Islamisten. Wir sehen nur Gewalttätige. Wie viele Millionen, Milliarden gibt es? Wie viele davon haben Frieden im Herzen und wie viele rennen mit Hass durch die Welt? Also mal sorry mal auf Deutsch, die haben genauso eine Arschlochquote wie wir, so 5%, und die sind eben völlig durchgeknallt. Ja? Aber wenn ihr die immer wieder in den Fokus rückt, dann kriegen die so eine Aufmerksamkeit, ja? Und die Leute, die friedlich für etwas stehen, die werden einfach übersehen, weil ihr die Sicht auf die Gewalt zentriert.